Meine lieben Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead Kings, dem DLC zu Unity. Ich bin gerade mal in der, wie nennt man es hier, Fortschrittsanzeige oder in der Anzeige für die Synchronität, was wir halt schon so gemacht haben. Und da sieht man auch ganz rechts jetzt Dead Kings aufgelistet. Das finde ich ganz gut, dass das auch nochmal einen eigenen Bereich hat. Da sehen wir, dass wir insgesamt von dem DLC 26% gemacht haben. Von der Story 23%, da ist also noch sogar relativ viel, was da kommt. Dafür, dass es ein DLC ist. Dann haben wir Multiplayer natürlich noch gar nicht gemacht. Habe ich ja auch im normalen Unity noch gar nicht gemacht. Dann gibt es auch wieder wie in Paris, Franciade Geschichten. Da haben wir 0%. Weiß ich natürlich nicht, wie viel es da gibt. Dann haben wir einen Außenposten und das sind 33%. Das heißt, es wird 3 insgesamt geben. 2 fehlen also noch. Und was ich schon zu 100% habe, das sind die Aussichtspunkte. Die haben wir alle. Die Artefakte haben wir erst zu 28%. Ich hätte gedacht, da hätten wir schon ein paar mehr. Aber da sind halt eben auch noch unterirdisch welche. Und Napoleons 2 Spitze haben wir sogar schon über die Hälfte. Und die Truhen haben wir auch schon die Hälfte ungefähr. Naja, gut. Also wir machen weiter. Und hier ist die nächste Hauptstory-Mission aus Dead Kings. Sequenz 13, Änderung 3. Ein Schatten der Vergangenheit. Und ja, warum ein Schatten? Weil unten steht Elise einholen. Ich bin mal gespannt, was passiert. Viel Spaß. Bonsoir. Geschlossen. Oh. Jemand hat nach dir gesucht. Wer? Der Marquis? Elise? Elise! Warte! Elise! Halt! Also, ich würde sagen, hinterher. Objekte über- oder unterqueren. Okay, müssen wir mal schauen. Ich kann ja hier zum Beispiel über den Tisch laufen. Zählt das? Nee, das zählt nicht. Okay, hätte ja sein können. Dann vielleicht durchs Fenster. Durchs Fenster zählt bestimmt. Ja, das zählt. Okay. Was können wir denn noch überqueren oder unterqueren? Das hier? Zählt das? Nee, das zählt nicht. Also man muss richtig so drüber hüpfen quasi. Dabei habe ich doch auch den Karren eindeutig überquert. Naja, okay. Dann laufe ich mal noch ein bisschen, versuche sie noch gar nicht zu rammen, sondern erstmal noch ein paar Sachen zu über- oder unterqueren. Und nebenbei bietet uns das Spiel noch an, Verbrecher zu töten. Warum nicht? Nicht, dass ich aus Versehen sie töte, das wäre jetzt ein bisschen blöd. Ja, meine Liebe, dann lauf mal ein bisschen schneller, weil ich will noch zwei Sachen über- oder unterqueren. Während ich hier gerade aber von irgendwem tagt werde. Lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Meine Güte, ich habe einen Verbrecher ausgeschaltet. Und die ballern hier rum, ey. Und die Leute eskalieren natürlich, Panik bricht aus, weil die einfach wild auf der Straße anfangen zu schießen. Wegen mir. Ja, meine Liebe, muss mal ein bisschen schneller laufen. Und vor allem leite mich mal bitte an Sachen vorbei, wo ich über- oder unterqueren kann. Zum Beispiel hier. Zwei, so, okay, das haben wir schon. Fertig. Einmal durchs Fenster, rein und raus. Siehst sowieso so langsam, jetzt rammen wir sie einfach mal. Wer bist du? Ich nahm doch nur ein paar zu. Hier. Kein Mann von einem Namen. Wie lautet also deine Geschichte? Ich suchte nach euch, Monsieur. Ich hänge. Alert! Leon ist wieder zu Hause. Par ici! Viel Glück mit ihm. Ich hatte einen Sohn. Tut mir leid. Nein, er lebt noch. Ich verließ ihn. Das Waisenhaus öffnete ich später. Das ist Liebe. Liebe kann ein Gefängnis sein. Sein Vater lehrte mich das. Hier, das Waisenhaus. Das ist meine Bestimmung. Leon sagte, ihr hättet Frankreich retten können. Kinder. Madame Margot? Er ist hinter dem Waisenhaus. Tja, unser guter Arno, der hat das Ganze noch nicht so ganz verdaut. Sieht ein wenig Geister. Wir wollen zum Waisenhaus mit dem guten Leon nochmal sprechen. Der ist enttäuscht natürlich, dass wir Frankreich doch nicht retten wollen, der arme Kerl. Naja, vielleicht retten wir ja Frankreich doch noch nebenbei, ne? Wobei wir Napoleon natürlich nicht beseitigen können. Das würde ja so der Geschichte widersprechen im Großen und Ganzen, oder? Nein, 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 du sollst da schon durch, mein Lieber. Du sollst nicht auf den Karren springen. Einfach durch das Fenster, dankeschön. So, das Waisenhaus ist wie weit weg? Nee, wir sind schon da, okay. Da ist er und er trainiert mit einem Baum. Kleiner Mann? Noch 3 Tage, bis mein Schiff in See sticht. Ja, na und?
Ich hole das Artefakt. Und dann bin ich weg. Schön. Aber wie? Hast du etwa eine Karte, die zum Tempel führt? Die Liste der Relikte. Die Malereien in der Höhle. Ich wusste doch, dass ich die kannte. Sieh mal hier. Aber dieses hier fehlt. Ich meine das ernst. Ah, Moorsi. Komm in mein Zimmer, sobald du die zwei hast. Oui, Monsieur. Also hat er das dritte? Kinder, genau, mein lieber Arno. So, da spielt wieder jemand auf der Straße. 10.000 Livre kriegen wir dafür. War ja jetzt nicht so lang, die Mission. Also hier spielt wieder einer. Beim letzten Mal habe ich dem ja Geld hingeschmissen. Wollte nett sein, ja? Dass er ein bisschen Geld kriegt. Und was hat er gemacht? Ist komplett ausgerastet. Machen wir das nochmal. Ist immer lustig dann. Ah, jetzt kommt erstmal, hier wird erstmal was vorgeschlagen. Sugers Erbe. Die Notizen des Dom Poirier. Ich kann das nicht lesen, den Namen. Meine Güte. Auf den ersten Seiten sind drei Platten erwähnt. Von zweien hat sich Dom Poirier die Fundorte notiert. Die dritte ist verschollen. Sie sind der Schlüssel, um das zu finden, was Napoleon so dringend in seinen Händen halten will. Dom, ich nenne jetzt einfach nur Dom, ist auch noch auf mehr gestoßen als nur die Platten. Abt Suger, Architekt der Basilika und Bischof von Saint-Denis, erlaubte diese Kirche auf den Überresten des Tempels von Saint-Denis, einem heiligen Ort, der, wie er behauptet, die Macht Gottes beherbergt. Suger schmiedete ein außergewöhnliches Schwert in Form eines Adlers und ließ es dann von jener Macht segnen, woraufhin es von einer wundersamen Kraft erfüllt wurde. Dom erwähnt anschließend noch weitere Notizen, die er in einem kleinen Raum zwischen den beiden Türmen der Basilika aufbewahrte. Okay. Und wir sollen die Notizen in der Basilika lesen gehen. Gut, dann machen wir das nochmal. Gehen wir zur Basilika. Datenbank-Eintrag freigeschaltet. Ein Hostienteller. Warum wird mir jetzt ein Datenbank-Eintrag zu einem Hostienteller freigeschalten? Na gut. Soll mir egal sein. Hi Jungs, lasst euch nicht stören. Das Artefakt bei euch habe ich sowieso schon gestohlen. Braucht das also gar nicht mehr bewachen. Da haben wir die Basilika. Und jetzt schauen wir doch mal in dem Raum zwischen den beiden Türmen. Da soll irgendwas sein. Und das ist auch eine von diesen Franciat-Geschichten übrigens, sehe ich gerade. Können wir dann auch mal machen irgendwann. Muss ich hier rein oder muss ich noch weiter nach oben? Noch weiter nach oben, aber da ist ja zu, oder? Wie soll ich denn da reinkommen? Müssen wir mal schauen. Ich gehe erstmal nach oben, vielleicht können wir da durch einen Turm irgendwie rein oder so. Aber hier scheint alles verschlossen, auch die Türme sind ja verschlossen. Irgendwo muss da aber ja ein Eingang sein. Vielleicht war das sogar schon der Eingang dazwischen, wo das so offen war, das Gitter. Möglicherweise. Dann schaue ich mal. Ich hängel mich nochmal ab hier. Denn hier komme ich ja nicht rein. Können wir hier rein oder können wir hier nicht rein? Doch, hier können wir rein. Wir haben unverbrauchte Sync-Punkte. Ja, muss ich doch mal nachschauen demnächst. Erstmal wollte ich jetzt hier lesen gehen. Da haben wir auch wieder so ein Rätsel übrigens. So, hier können wir lesen. Ein Auszug aus Doms Notizen. Suger war ein religiöser Mann, gewissenhaft bis zum Schluss, der sich mit den Geheimnissen von Franciat, einst Saint-Denis, bestens auskannte. Ich fand einen Teil seines Testaments, das seine Erben seit Jahrhunderten versteckt hielten. Nur eine Revolution konnte solche Geheimnisse zutage fördern. Die Seiten sind äußerst faszinierend. Suger behauptet darin, die Stadt sei geschützt durch die Macht eines alten Apparats, der von Gott gemacht sei. Verschlossen mit Schlüsseln, die so versteckt sind, dass ein böser Mensch sie niemals fände. Ein Gläubiger jedoch mit Leichtigkeit. Zunächst sind da die Platten. Der Tempel von Saint-Denis ist damit versiegelt worden. Und Mönche wachten über sie. Während des Grabraubes kamen sie abhanden. Zwei der derzeitigen Besitzer von Sugers Schriftrollen konnte ich ausfindig machen und ihr Inhalt führte mich zu den Platten. Die übrigen Schriftrollen enthüllen jedoch etwas anderes. Eine seit Jahrhunderten ungenutzte Kammer in der Basilika hat Gravuren an den Wänden, deren Bedeutung mir erst klar wurde, nachdem ich Sugers Notizen in der Bibliothek der Basilika fand. Die Gravuren sind der Schlüssel zu Sugers Adler, einem Schwert, welches der Mönch geschmiedet und in das Feuer unseres Herrn getaucht hat. Göttliche Symbole schützen es und nur Bußfertige sollen sie lesen können. Sie bleiben mir verborgen durch irgendein Geheimnis. Mir bleibt womöglich nicht die Zeit, die Schriftrollen voll und ganz zu entschlüsseln, um sie aufzudecken. Die Basilika baute er mit Hilfe des architektonischen Wissens aus dem Inneren des Feuers, um das Schwert zu beschützen. Möge also der Mechanismus, der sein Geheimnis nun seit bereits 500 Jahren so gut bewahrt, auch weiterhin sein Werk verrichten, denn der Adler von Saint-Denis darf nicht dem Bösen in die Hände fallen. Tja, nur das möchte der gute Napoleon kriegen. Vielleicht sollten wir uns darum kümmern, dass wir das vorher kriegen. Den Turm des Schwerts
untersuchen. Erstmal gibt's hier noch... Ach so, das ist nur die Franciat-Geschichte, die mir hier angezeigt wird. Ansonsten haben wir, glaube ich, hier alles. Na gut, dann gehen wir doch mal schauen, was hier an der Gravur steht. Notizen aus dem Buch. Sujets Schriftrollen sind über ganz Franciat verteilt, zurückgelassen von ihren gottesfürchtigen Hütern, nachdem ihre Gemeinden aufgelöst wurden. Finden Sie die Schriftrollen und folgen Sie den Hinweisen zu Sujets... Oh Gott, dieser Name. Sujets Symbolen. Ist ein Symbol entdeckt, erscheint es auf der Turmwand. Sammeln Sie alle Symbole, um das Geheimnis von Sujets Erbe zu lüften. Das ist ja mal super. Wir sollen also wieder irgendwas sammeln gehen. Relikte von Sujets... 0 von 2 habe ich bisher gefunden. Okay. Und hier ist jetzt eine Mission aufgeploppt. Aber die ist weiter oben. Also gehen wir nochmal raus. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Wo war ich denn hergekommen? Ach so, hier können wir auch rein. Ach, das ist natürlich gut zu wissen. Hier können wir auch reinkommen dann. Da ist übrigens eine rote Kiste, sehe ich gerade. Die nehme ich natürlich mal eben mit. Auf der Basilika hier. Ich werde wahrscheinlich alle Truhen in Sandini haben, bevor ich irgendwas anderes voll habe. So viele, wie wir schon geplündert haben. Ich habe da ja schon über die Hälfte jetzt. 7000. So, wo ist denn die... der Zweispitz, da ganz oben. Holen wir den auch mal eben. Ja, das sieht diese Basilika sieht echt krass aus. Dadurch, dass sie halt nicht, ja, was heißt nicht fertig ist sie, aber halt sehr kaputt ist schon. Und der Dachstuhl zum Beispiel hier oben so offen und so. Das sieht schon echt, ganz schön cool aus. Wohingegen man das ja in Paris ist ja alles sehr... Wo ist denn jetzt das Ding? Ach, das ist da unten drin. Na gut, sagt er doch. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie ich da reinkomme, denn er möchte sich hier nirgendwo durch das Dach fallen lassen, habe ich das Gefühl. Doch, jetzt bin ich drin. So, also hier ist der Zweispitz. 5 von 7. Und die Mission ist wieder unter mir, ne? Ja, natürlich. Gut, dann muss ich mal schauen, wo ich hier rauskomme. Da kommen wir raus. Da hatte ich ja auch irgendwo schon so ein Symbol gefunden, ne? So ist ja nicht. Irgendwo war doch sowas an der Wand. Ich weiß aber jetzt nicht mehr wo. Sujets Erbe 3, Diabolus. Die Rätsel lösen, um Sujets Adler zu finden. Okay, das ist also sowas wie die Nostradamus-Rätsel, nur mit Sujet. Ich weiß aber noch nicht, ich habe ja noch nie eins gemacht. Keine Ahnung, wie die gehen. Es läuft bereits eine Mission. Nö, dann nicht. Dann lassen wir das. Ups. Dann machen wir das nicht. Dann, Ups. Oh, er springt sogar rein. Na gut, dann hat sich das erledigt. So, den hole ich mir mal eben hier. Und euch auch noch. Weißt du, die verfolgen den Verbrecher. Ich schalte für die den Verbrecher aus. Was fällt denen ein? Statt mir zu danken, erstmal auf mich draufhacken. Danke auch. So macht man das richtig. Dann hacke ich halt zurück. Meisterhafte, perfekte Parade. So, in your face, mein Lieber. Aber ich glaube, dass das tatsächlich so ein bisschen wie diese Nostradamus-Rätsel gemacht ist, irgendwie. Wir sollen zwei Relikte von Sujet finden. Aber es erschließt sich mir jetzt noch nicht so ganz. Also da oben war ja so eine Mission mit so einem Zeichen und da hinten ist so eine Mission mit so einem Zeichen. Aber er sagt mir ja, wenn ich die annehmen möchte, dass ich schon was am Laufen hätte. Insofern muss ich mal schauen. Erstmal hole ich mir jetzt noch den Zweispitz da oben. Es wäre, glaube ich, ganz sinnvoll gewesen, oder es wäre ganz gut gewesen, wenn ich schon von diesen Nostradamus-Rätseln welche gemacht hätte. Dann hätte ich nämlich schon eine Ahnung, wie ich das machen soll. Man findet ja immer wieder diese komischen Zeichen. Und die haben, glaube ich, auch irgendwie damit zu tun. 6 von 7 in dem Bezirk hier. Die haben, glaube ich, auch irgendwie damit zu tun, aber wie man die dann findet oder wie man da... was man damit machen muss oder so, keine Ahnung. Ich könnte jetzt natürlich mal zu der anderen darüber laufen und wir gucken mal, ob mir da was selber angezeigt wird. Aber wir haben halt eigentlich... Ja gut, aber was heißt, es läuft schon eine Mission? Es ist ja nur Relikte finden. Naja, keine Ahnung. Ich hole jetzt noch... Warte mal, da ist noch einer. Wo ist denn der andere Zweispitz? Da oben. Ach so, das war der, der über den Turm geholt werden muss. Na gut. Man hat ja sonst nichts zu tun, ne? Und da der so schnell zu erklimmen ist hier, können wir das auch eben machen. Ich werde diesen Part das ja sowieso nicht mehr fertig kriegen hier mit diesen Relikten da.
Und dann gucke ich vielleicht mal in Ruhe alles durch, so auch in den Datenbank-Einträgen und so, wie das geht. Und dann können wir dann beim nächsten Mal also schön hier das machen. Glaube ich muss, warte mal, wenn ich von hier springe, müsste es gehen eigentlich, oder? Jo, wunderbar, 3 von 4. Perfekt, schön durchgesprungen. Und da hinten sehe ich auch schon den zweiten Außenposten. Übrigens. So, jetzt muss ich erst wieder hier Platz machen. Die wollen ihre Kiste irgendwie nicht rausrücken, freiwillig. Na, das ist ganz cool hier. In Sondini oder in Fonciat kriegen wir Unterstützung immer, wenn wir gegen irgendwen kämpfen. Da kommt da mal so eine Frau mit einer Pistole auf der Straße und haut mit drauf. Das ist schon ganz gut. Und es ist sogar eine Dreierkiste. Brauchen tun wir es nicht, aber es macht ja trotzdem Spaß. Und außerdem gehört das ja auch zu den Prozenten für das DLC. ...20.000. Nicht von schlechten Eltern. So. Da hinten, 130 Meter, da müsste das nächste Relikt sein. Und dann nehme ich das halt einfach mal an. Also ich weiß nicht, ob das Sinn der Sache ist, weil ich soll 2 Relikte finden und wir haben 2 von diesen Missionen bekommen. Aber eben wollte ich ja schon die eine annehmen und dann hat er gesagt, ich hätte schon eine Mission am Laufen. Na gut. Ich laufe jetzt zu der einen und wir nehmen die an und dann gucken wir, was passiert. Ob das irgendwie dann die andere abbricht oder so, weil irgendwie sollen wir die ja auch machen anscheinend. Und andererseits sagt er aber nö. Also, ja. Irgendwie soll er sich entscheiden. Mal gucken. Ich nehme die jetzt mal an hier, die eine. Sujets Erbe 5. Krux. Ja, nehme ich jetzt an. Und? Relikte von Sujet finden. 2. Ich sah mir Revolutionen über Felder und Sümpfe emporragen, denn Kreuze Gottes. Unbelebt in leichter Brise. So, das ist genau wie diese Nostradamus-Sache. Man hat irgend so einen blöden Text, der mir nichts sagt und mit dem soll ich jetzt irgendwas anfangen. Ich sah mehr Revolutionen über Felder und Sümpfe emporragen, den Kreuze Gottes. Also irgendwo muss hier aber jetzt in der Nähe ein Symbol sein, oder was? Und das soll ich finden. Erstmal finde ich da drüben noch eine Truhe. Jedenfalls haben wir jetzt Nummer 5 hier, Krux angenommen. Okay, also das war tatsächlich so, dass ich schon genau so eine Mission auch hatte. Ich habe nur eine andere angenommen jetzt davon. Nur das wusste ich halt nicht. Jetzt wissen wir es zumindest. Zur Bibliothek im ersten Stock der Besieger gehen und um Hinweise zu den Rätseln zu Sujets Erbe zu entdecken. Hinweise? Okay, dann gehe ich da nochmal hin vielleicht, aber das hatten wir uns ja eigentlich alles angeschaut. Warum sind denn jetzt hier so viele Vierer und Fünfer eigentlich? So, und den Fünfer nehmen wir auch noch mit. Der ist auch nicht schlecht, aber jetzt haben wir ihn. So, mein Lieber, Dankeschön für die Truhe. So, nochmal 7.000. Okay, also 405.000 haben wir jetzt in der Tasche. Da hinten ist dieses Symbol. So, das habe ich angenommen, das ist jetzt eine Mission. Und dann soll ich jetzt ich weiß nicht, irgendwie... Ach so, nee, die eigentliche Mission läuft ja noch, Relikte finden. Aber jetzt soll ich das erste Rätsel lösen. Aber was ist denn das für ein Hinweis, das erste Rätsel lösen? Ist das, ich soll irgendwo was eingeben? Soll ich irgendwas finden? Soll ich irgendwas... Das ist halt das, was ich noch nicht verstehe. Deswegen habe ich auch mal irgendwann... Ich hatte irgendwann mal so ein Nostradamus-Ding angenommen. Ach so, da oben ist jetzt so ein Symbol. Und da soll ich jetzt hingehen und dann habe ich die Mission, oder was, geschafft. Außenbossen sind Gefahrenzonen. Ja, da ist nochmal dieses Symbol, was ich auch schon habe. Aber was bringt mir das? Ich kann damit nicht interagieren, ich kann das nicht anfassen oder irgendwas drücken. Aber das hängt da an der Wand. Also ihr braucht übrigens... Achso, wenn ihr braucht jetzt unter dem Video hier keine Hinweise schreiben, denn ich werde jetzt gleich noch weiter aufnehmen und so und dann... Bis ich das unter dem Part lese, sozusagen hier. Die Kommentare, bis dahin werde ich es eh herausgefunden haben. Also auch wenn es nett gemeint ist. Wahrscheinlich braucht er mir das nicht schreiben. Ich wollte jetzt nur, weil irgendwie... Ich höre ja auch so ein Geräusch halt, dass hier irgendwas ist. Jetzt habe ich nur das Problem, dass hier halt auch noch Wachen sind in der Umgebung. Ja, natürlich. Natürlich, haut mir direkt mal hier 3-4 Schuss rein. Hab euch auch lieb. Ist halt blöd jetzt, dass hier ausgerechnet daneben so ein Außenposten ist, ne?
Das macht das Ganze nicht unbedingt einfacher. Aber irgendwo höre ich doch dieses Glimmergeräusch. Meine Güte. Was ist das bitte auch für eine Aufgabe? Das Rätsel lösen. Damit kann man doch nichts anfangen. Da weiß ich doch nicht, was ich machen soll. Jetzt wird mir da hinten irgendwas angezeigt, dass ich da hingehen soll. Gehen wir da mal hin. Auch wenn ich dann hier mitten in den Außenposten reinlaufen muss, ne? Mitten ins Sperrgebiet. Naja, Jungs, ihr müsst dran glauben, es tut mir leid. Denn bei euch wird mir eine Mission angezeigt. Den Außenposten machen wir allerdings später. So, da ist jetzt nochmal ein Symbol auf dem Boden. Ist das dann das Lösen oder was? Nö. Also da kann ich mich wieder draufstellen, kann aber auch nicht mit interagieren oder irgendwas. Das ist einfach nur wieder ein Symbol. Okay. Aber trotzdem wird mir ja hier ein grüner Kreis angezeigt. Also hier muss es ja irgendwas Cooles geben, oder? Da unten ist noch ein Symbol. Okay, dann gehen wir noch zu dem Symbol. Also irgendwie, er macht aber ja auch mit den Symbolen nichts. Ich kann mir die angucken, ich kann aber nichts machen damit. Keine Interaktion. Ah, hier ist ein Kreuz. Das wird wahrscheinlich dann die Lösung sein. Jetzt kann ich aber gerade natürlich die nicht anschauen, weil erstmal noch der ganze Außenposten jetzt zu uns kommt. Das ist auch cool gelegt natürlich, dass dieses Rätsel hier in dem Außenposten ist, den ich später noch holen möchte, weil ich den im Endeffekt jetzt schon komplett leer räumen muss, ohne dass ich ihn dann kriege. Macht richtig Sinn. So, zack. Dann greif halt du an, mein Lieber, wenn du nicht dich angreifen lassen möchtest. Der ist echt gut im Kontern, aber ich meine, irgendwie, jetzt haben wir ihn. Ach, der möchte zur Glocke laufen. Guck mal den an, der arme Kerl. Zack. So nah vom Ziel getötet. Die sabotieren wir noch. Holen uns noch hier das Kreuz oder was das ist. Aber wie ich jetzt, also, keine Ahnung, wie habe ich denn damit jetzt bitte ein Rätsel gelöst? Zweites Rätsel, Zeichen der Erhabenheit, Star selbst. Konnte ich schon wieder nicht lesen, muss ich nachher da mal reinschauen. Jedenfalls ist da unten noch irgendwie ein Rätsel. Da ist dann noch ein anderes Symbol, das, was ich eben schon hatte. Ah, okay, da... Ah, ich war nur beim Falschen. Weißt du, ich gehe extra zu... Hier war ich ja schon. Das durfte ich aber dann noch nicht machen, weil ich erst zu dem anderen musste. Jetzt kann ich hier nochmal irgendwas interagieren. Drittes Rätsel. Sei es Sankt Andreas oder der allmächtige Sohn. Ich bin der wählt die leuchtend Sonnenform. Also so richtig habe ich durch diese Psycho-Rätsel noch nicht durchgeschaut. Aber da wird mir jetzt wieder zumindest ein Hinweis gezeigt, wo ich hinlaufen soll. Wie gesagt, nebenbei holen wir hier den ganzen Außenposten, ey. Ohne, dass wir wollten. So, den Kollegen haben wir auch. Die Kiste nehmen wir auch noch mit. Haben wir jetzt ein bisschen Überlänge in dem Part. Aber da habe ich zumindest jetzt mal langsam durchschaut, wie es mit diesen komischen Rätseln geht. Wobei, ich hab's noch nicht ganz durchschaut. Also irgendwie kriegt man einen Text, aus dem man irgendwie schließen kann, wo ein Zeichen ist. Dann habe ich ja auch ein Zeichen gefunden, das durfte ich aber nicht anfassen, weil ich erst zum anderen musste, was ich auf dem... Und dann gibt's auch noch welche, die überhaupt nicht so aussehen wie das Rätsel und keine Ahnung. Ganz mysteriös alles. So. Hier jedenfalls ist nochmal dieses Symbol. Ah, und jetzt habe ich das letzte Rätsel gelöst. Okay, das war also jetzt so ein Rätsel. Und damit habe ich jetzt auch ein Relikt gefunden. Oh, okay, dann werde ich das zweite Ding... Ja, gut, da gibt's auch schon wieder 10.000 Liebe für. Dann werde ich das zweite Ding aber auch hinkriegen beim nächsten Mal. Jetzt weiß ich ja zumindest grob, wie es geht. Wie gesagt, die Nostradamus-Rätsel sind, glaube ich, fast genauso gemacht. Da gibt es auch diese Symbole, die man dann ablaufen muss und dann mit Rätseln findet und dann... Ja, gut. Wollte ich ja sowieso noch irgendwann machen, die Nostradamus-Rätsel. Jetzt machen wir halt erstmal hier noch den nächsten beim nächsten Mal das zweite Relikt und bis dahin euch einen schönen Tag. Schaltet wieder ein bei Dead Kings, euer Walle, ich bin raus. Bye, bye.